Die erste Frage, mit der es immer losgeht, heißt: Vervollständige folgenden Satz. Üben heißt für dich. Ah, oha, da muss ich ja mal ganz gut nachdenken. Üben heißt für mich, lass mich ganz kurz überlegen. Üben heißt für mich Rückzug. Oha. Aber ich meine das nicht negativ. Ich meine, das ist so ein Rückzug ins, in sehr intime, weil es gibt ja zwei, ich weiß auch gar nicht, wie man üben. Ich sag mal so, es gibt ja verschiedene Momente, in denen ich übe. Entweder alleine oder zusammen mit meiner Band. Das, wir üben als Band schon auch noch gemeinsam, wobei man das vielleicht eher Proben nennen müsste. Ich weiß es nicht. Ist interessant, wie man das definieren würde. Und dann ist es schon auch so, dass wenn wir ein neues Album machen, dann nehme ich mir Zeit, mir Bassläufe zu überlegen. Ich brauche dafür Zeit, um da dem auf den Grund zu gehen. Das hat sicher auch damit zu tun, dass ich das nie klassisch gelernt habe, das Bassspielen. Und um mich im Studio nicht zu blamieren, sage ich mal, übe ich die auch. Also genau, das sind so die Momente, wo ich übe. Und ich genieße das sehr, weil ich damit nichts anderem beschäftigt bin in dem Moment. Und das geht mir eigentlich sonst selten so. Unser Leben bietet ja viele, man ist ja irgendwie immer so auf Sendung und auf Empfang. Und beim Üben ist das ein bisschen anders. Man kann sich so in die Musik zurückziehen. Mhm. Also du meinst einen Rückzug auch in einen sehr intimen Vorgang mit dir und deinem Instrument quasi am Ende, ne? Dass es dann nur euch beide am Ende gibt, ne? Das will ich schon so sagen, ja. Also es gibt meistens gibt es irgendwelche Formen von Playbacks, zu denen ich übe. Also ich habe dann hier Computer und habe zu Hause zum Beispiel keinen Verstärker. Ich stöpsel mit dem Klinke USB-Kabel mich in mein Programm ein und lasse dann Musik dazu laufen oder zumindest ein Beat. So, also es ist selten so, dass ich wirklich, dass nur mein Instrument und ich da sind. Es ist schon meist noch irgendwie andere Musik vorhanden. Mhm. Da können wir vielleicht später noch mal ein bisschen tiefer drauf eingehen, wie man ganz konkret übt. Das finde ich ganz spannend auf jeden Fall. Vielleicht noch eine andere schnelle Frage. Welche Musik, beziehungsweise welcher Künstler, welches Album läuft denn bei dir gerade in Dauerschleife? In Dauerschleife? Falls es das gibt überhaupt bei dir. Im Moment läuft, ja, das gibt es wieder. Im Moment läuft bei mir im Dauerschleife Fanny van Dunn. Das hat aber berufliche Gründe, weil ich den demnächst für meinen Podcast Reflektor interviewe. Mhm. Und ansonsten gibt es so ein paar Künstlerinnen, Künstler, die mir sehr wichtig sind und die wirklich oft die ich oft höre. Und es fallen mir wahrscheinlich die richtigen gar nicht ein. Also dazu gehören ein paar Liedermacher, wie Franz Josef Degenhardt oder ich weiß nicht, ob man Georg Kreisler als Liedermacher bezeichnen würde. Die dazu gehört die Band Abwärts aus Hamburg, also vor allen Dingen deren früheres Werk, so bis in die frühen 90er hinein. Und ich überlege gerade. Und tatsächlich in letzter Zeit sehr viel Brahms, seit einem halben Jahr oder so. Auch ein Hamburger. Mhm. Eine spannende Kombination auf jeden Fall, geil. Ja, man braucht ja einen gewissen Ausgleich. Ich finde es irgendwie. Und deshalb war ich erst ein bisschen skeptisch mit der Dauerschleife, weil es gibt eigentlich nicht sowas, was ich die ganze Zeit höre oder so. Obwohl, ich habe so ein Lied in Dauerschleife gehört, fällt mir ein. Im Urlaub habe ich damit auch meine Familie belästigt. Das ist das sehr schöne Lied Rocking in Wien von Wanda. Das finde ich ganz toll. Naja, sehr schön. Cool. Und würdest du sagen, dass es einen speziellen Künstler, Künstlerin gibt, der dich auf dein Spiel am Bass jetzt speziell geprägt hat? Oder gibt es da niemanden? Nee, da gibt es niemanden. Also, gibt es wirklich nicht, weil ich das irgendwie, ich habe das nicht so klassisch, hatte ich ja schon gesagt, ich habe das nicht so klassisch gelernt und ich hatte da auch nie solche Vorbilder.
in meinem Bereich wäre das ja vielleicht klassischerweise jemand wie Peter Hook oder so von New Order, wo der sehr bemerkbar war an seinem Instrument, aber ich habe eigentlich, ich spiele auch keine andere Musik mit meinem Bass. Ich spiele nur Tokotronik und ich kann auch gar nichts anderes spielen. Und das interessiert mich auch nicht so sehr und deshalb gibt es da eigentlich niemanden. Ich fand, gibt aber Bassisten, die ich ganz toll finde und wo ich deren, aber es hat nicht so viel mit meiner eigenen Musik zu tun. Phil Lynott zum Beispiel von Thin Lizzy, also überhaupt singende Bassisten, das ist natürlich eine Seltenheit. Im harten Rock und im Metal gibt es das ein bisschen mehr. Meine Theorie ist, das ist deshalb, weil die Gitarristen da sich so sehr auf ihre Soli konzentrieren müssen. Und ja, und ich fand so die Idee von Sid Vicious am Bass immer sehr gut, weil das wirklich jemand war, der eigentlich gar nichts konnte und trotzdem ein totales Idol war für viele Menschen. Mhm. Ja, spannend auf jeden Fall. Du hast es gerade vorher schon selbst gesagt, dass du ja auch einen Podcast hast, den Reflektor-Podcast. Bin ich übrigens sehr großer Fan, finde ich mega spannendes Format auf jeden Fall. Also kann man an der Stelle sehr empfehlen. Dankeschön. Bist Musiker, wie gesagt. Und hast gerade dieses Jahr mit Rasmus Engler auch ein Buch veröffentlicht. Vorglühen heißt es. Und da habe ich mir die Frage gestellt, ob es bei dir so einen ganz klassischen Arbeitsalltag gibt, den man irgendwie so, der sich wiederholt bei dir und inwiefern da, du hast dein Üben gerade vorhin schon ganz kurz mal angesprochen, da auch der Bass und die Musik eine Rolle spielen. Es gibt keinen klassischen Arbeitsalltag, weil ich immer das mache, was dran ist. Und ich glaube, für mich, was ich lernen musste, was ich auch lange gebraucht habe, ist, mir Struktur zu schaffen. Das ist, glaube ich, echt schwierig, wenn man so eine Tätigkeit macht, wie ich sie mache. Die sind sehr, genau, weil ich mache seit einiger Zeit nicht nur die Band. Und auch als ich nur die Band gemacht hatte, auch so, dass in der Band sein hat ja viele Facetten. Es gibt einerseits das Künstlerische, dann gibt es auch das, wie soll ich das nennen, das Strategische und das Geschäftliche und all das will ja irgendwie bedient werden und bei diesen Strukturieren der Tätigkeit, die man dann zu tun hat, ist es, finde ich, gar nicht so leicht, das Üben nicht zu vernachlässigen. Also ich muss schon sagen, ich übe eigentlich nur, wenn ein konkreter Anlass da ist. Also wenn wir irgendwie, entweder wenn wir ein neues Album machen, dann ist mir es schon sehr wichtig, dass ich mir Zeit nehme. Die Songs schreibt erstmal unser Sänger und Gitarrist, Dirk. Mhm. Und für mich ist das ganz wichtig, Zeit zu haben, wirklich mir diese Songs zu verstehen und auch zu schauen, welche Rolle könnte denn der Bass dort spielen. Das finde ich ja das Interessante an diesem Instrument Bass. Er steht ja so zwischen, ist ein Rhythmusinstrument, aber eben auch ein melodisches Instrument. Und da die Verbindung zu schaffen und so von dem, wo ich herkomme, als ich sag mal, ein Anfänger, totaler Dilettant, der sich erstmal gefragt hat, warum hält man dieses Instrument, war ich natürlich zuerst jemand, der einfach Grundtonreiter war, sag ich mal, die Gitarrenakkorde mitgeachtelt hat. Und es hat mich echt viel Zeit gekostet, das ein bisschen zu öffnen. Und genau, und das ist mir jetzt ganz wichtig, dass irgendwie jeden Song, den ich dann von Dirk bekomme, so genau zu betrachten, dass ich vielleicht dann auch eine Idee bekomme, wie könnte man das machen? Nimmt man sich eher zurück oder gibt es vielleicht auch mal eine Stelle, wo man bemerkbar ist? Auch für Leute, die nicht so auf das Instrument Bass sonst achten, oder ist es vielleicht, bietet sich das hier an, was Rhythmisches zu machen? Und genau, da übe ich bin ein bisschen abgeschweift, entschuldige. Kein Problem. Oder halt, wenn wir Konzerte haben, natürlich. Und genau, das ist bei mir eher so, dass ich aufpassen muss, dass man jetzt nicht nur das Nötigste macht, sondern auch ein bisschen so viel tut, dass man sich dann auch wohlfühlt auf der Bühne. Und ich komme nämlich aus so einer Tradition, sag ich mal, oder aus so einer Schule,
wo das Wort Mucker so ein Schimpfwort war und es ging da viel darum, sich abzugrenzen von professionellen Bands oder auch vielleicht auch gar nicht von professionellen Bands, von ambitionierten Bands. Und unsere Haltung von Tokotronic und auch von dem, was ich vorher gemacht habe, war eigentlich so, dass man sich mit solchen niederen Sachen wie dem Gutsein an seinem Instrument gar nicht abgibt. Und das ist vielleicht für eine Zeit ganz cool und so, aber irgendwann ist das natürlich auch, schränkt einen das sehr ein, sage ich mal. Und irgendwann ist es auch langweilig, wenn sich nichts entwickelt und wenn ich jetzt heute immer noch nur Grundtöne spielen würde, wie ich es vielleicht auf den ersten 3 Alben, sage ich mal, getan habe. Und ich glaube, bei mir gab es einfach so einen Bruch. Der hatte verschiedene Ebenen. Das eine war ein Album, das wir gemacht haben, das selbstbetitelte, was das 6. Album, glaube ich, oder 5., das weiße Album. Da waren wir sehr lange im Studio und da mit einem Produzenten namens Tobias Levin in Hamburg. Und da haben wir wirklich so von Grund auf die Band neu aufgestellt, sage ich mal. Ich habe da sehr viel gelernt, auch mit Tobias Hilfe, wofür ich ihm sehr dankbar bin, wie man eigentlich das Pleck richtig hält und ganz viele Sachen, die ich nicht wusste, weil ich sie nie gelernt habe. Ich glaube, es ist auch heute noch so, dass ich sehr, wenn das jetzt ein geübter Bassist sieht, wie meine Fingersätze, also ein professioneller Bassist, sage ich mal, oder einer, der es richtig gelernt hat, wie meine Fingersätze sind oder überhaupt, wie meine Haltung am Instrument ist, vieles ist da bestimmt nicht richtig dran, in Anführungsstrichen. Aber es ist für mich so, dass ich ganz gut zurechtkomme. Aber natürlich bin ich auch immer noch limitiert. Und genau, das war der eine Punkt, was mich dazu gebracht hat, meine Haltung zu überdenken. Und der andere Punkt war der, dass wir mit einer befreundeten Band in den USA auf Tour waren. Ich glaube, das muss kurz vor diesem Studioaufenthalt, den ich eben erwähnte, gewesen sein. Und dort sah ich halt viele amerikanische Bands, auch welche, die es jetzt nicht so nach Europa geschafft haben. Und ich habe gemerkt, die sind alle extrem fleißig. So. Und da fand ich das zum ersten Mal cool, die Nation, wo der Rock'n'Roll geboren wurde und so. Und aber ich dachte, ja, das ist irgendwie schon, man muss schon was tun, wenn man da auf eine Bühne geht und die Leute, es gibt in Amerika immer so diese Haltung, die Leute haben noch dafür bezahlt, die in Deutschland in den Punkkreisen, aus denen ich komme, so ein bisschen verrufen war, so, das ist doch irgendwie, das Publikum wurde von manchen dieser Leute nicht sehr geachtet, so, das war einfach, und das ist in Amerika anders und das habe ich da gelernt und da hat es bei mir so ein bisschen, glaube ich, so ein bisschen der Groschen gefallen, dass ich dachte, ja, man muss sich irgendwie für sein Instrument interessieren. Mhm. Und genau. So. Und seitdem versuche ich schon, mich damit auseinanderzusetzen. Aber es ist dann doch so, dass es bei uns sehr phasenweise funktioniert. Es gibt Phasen, wo wir auf Tournee sind und wo wir uns auf die Tourneen vorbereiten. Und es gibt bei mir immer wieder Phasen, wo ich wirklich über Wochen mein Instrument gar nicht groß beachte. Also es steht immer bei mir in meinem Arbeitszimmer, aber es reicht dann manchmal schon. Vielleicht wie so ein Lehrbuch, ne? Dass man sich dann unter das Kopfkissen legt. So ein ermahnender Blick von der Seite. Genau. Aber nein, es ist schon, ich finde es schon wichtig, das nicht zu vernachlässigen. Aber Hand aufs Herz, ich werde nie jemand sein, der wo Leute wo man sagt, oh, das ist der wirklich ganz virtuose Bassist. Das ist aber auch nicht mein Anspruch, wirklich. Also ich glaube, dass so bin ich irgendwie nicht strukturiert, dass ich so immer Musik spielen muss. Das ist nicht das, was mir dann so wichtig ist. Deshalb gibt es ja auch, glaube ich, diese
ich liebe das, im Proberaum zu sein. Das ist immer, da kriege ich immer noch eine Gänsehaut heute. Oder auf der Bühne zu sein. Aber ich muss das nicht immer haben. Ich glaube, deshalb ist auch das, was du erwähnt hast, dass ich irgendwie noch einen Podcast mache und jetzt einen Roman geschrieben habe. Ich habe irgendwie noch Interessen, die auch in andere Richtungen gehen. Man muss ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht verzettelt, aber ich hoffe, dass ich das nicht tue. Ja. Am Ende definiert auch die Musik so ein bisschen, welche Rolle die einzelnen Musiker auch einnehmen, und die Musik definiert dann auch, inwiefern auch ein Bass irgendwie sehr prominent sein darf und inwiefern das auch irgendwie schwierig oder einfach eine leichte Linie sein kann. Das muss ja gar nicht immer dann schlechte Musik sein, nur weil die Linien am Instrument nicht unbedingt sehr komplex sind, ne? Ja, das hat sich bei uns schon sehr verändert, da bin ich auch sehr Dirk sehr dankbar, dass er das zulässt, dass er, weil er schreibt seine Songs immer zur Gitarre und er spielt ja offene Griffe meist so, von der Neil Young Schule kommend, sag ich mal, und er hat ja immer sehr schöne Akkorde, finde ich, und er ist aber bereit dazu. Nehmen wir ein Lied wie von unserem 2015er roten Album Prolog. Da hat unser Produzent Dirks Gitarre einfach ganz ausgeschaltet. Und das war schon hübsch, was er vorher gespielt hat. Aber jetzt hat es halt dann doch eine sehr markante Basslinie, so einen leicht abgedämpften, einfachen, geachtelten Bass. Und dazu eher Töne von den beiden Gitarristen, von Rick und Dirk. Und das ist schon ganz schön, wenn es in einer Band so eine Offenheit gibt, dass jeder auch bereit ist, sich zurückzunehmen. Und ich glaube, oh, das hat so gepiept da, Entschuldigung. Ich weiß nicht, wie ich das hier ausstelle. Naja, aufhören jetzt. Da kommen Gigs rein. Stumm. So, ich habe jetzt vor einer Stunde die Konversation stumm geschaltet. So, ich glaube, vom Haus aus ist oft der Bassist oder die Bassistin die Person in der Band, die bereit ist, sich zurückzunehmen. Aber das ist schon ganz schön, wenn alle dazu in der Lage sind und vielleicht sogar die Gitarristen. Mhm, absolut. Du hast gerade vorhin diese Abgrenzung zu diesem Mucker-Dasein angesprochen. Würdest du dich dann heute, nachdem sich dein Bassspiel und auch deine Rolle so ein bisschen gewandelt hat im Laufe der Zeit, jetzt als Musiker eher auch dann sehen, oder ist deine Rolle immer noch so ein bisschen, du machst halt Musik, aber bist nebenbei halt trotzdem Podcast-Host, Buchautor inzwischen und machst halt ganz viele andere Sachen auch? In meinem Podcast habe ich mal Tilman Rosmi interviewt, einen für die Hamburger Musikszene der 90er Jahre sehr wichtige Persönlichkeit. Und der hat was Schönes gesagt, der meinte, er ist in der Band, aber er ist kein Musiker. Und das kann ich total nachvollziehen. Aber klar, so, wenn mich jetzt jemand fragt, was machst du beruflich, oder ich das in irgendeinen Fragebogen reinschreibe, dann sage ich schon Musiker, natürlich. Weil irgendwie bin ich das ja. Das Wichtigste in meinem Leben ist das, Musik in einer Band zu machen. Und insofern geht das schon in Ordnung. Ja, absolut. Du hast vorhin ganz am Anfang gesagt, als du meintest, dass Musik für dich oder das Üben für dich eine Art Rückzug ist, dass du dann trotz allem recht viel mit Playback übst, also mit einer Tonspur, auf die du dann Sachen einspielst oder mitspielst. Gibt es dann bei dir auch trotzdem noch Raum? Also du hast auch vorher gemeint, dass du dich dann ganz konkrete Basslinien für einen Song überlegst. Sind die dann sehr gefixt bei dir oder gibt es dann trotzdem noch irgendwie Varianz und Spielraum so ein bisschen, und du hast du quasi einfach nur eine Grundidee für bestimmte Abläufe in einem Stück und du weißt, okay, das sind die harmonischen Abfolgen und so ein bisschen und übst dir quasi einfach Wege ein, verschiedene, wie du von A nach B kommst, oder wie muss man sich dann üben, dann ganz konkret vorstellen? Also die Bassläufe erstellen, ich mache das eigentlich so fast Ton für Ton so, ne? Aber ich habe dann so Variationen, hier könnte ich so oder hier könnte ich so und ich mache das Playback auch manchmal schon aus, um überhaupt mal zu, dann habe ich vielleicht manchmal nur ein Beat an oder so, ne? Oder auch mal gar nichts, um überhaupt zu erkunden, wie, was ist denn jetzt das für ein Lauf, wie klingt denn der, wenn ich jetzt mal die Gitarre hier wegnehmen und aber im Grunde ist das schon meistens so, dass ich zu was übe und dann verschiedene Varianten
ausprobiere. Und es gibt bei uns verschiedene Arten, wie Songs in der Band dann entstehen. Teilweise gehen die den Weg durch den Proberaum, dass wir das wirklich zusammen dann erstmal live im Proberaum spielen. Teilweise aber eben auch nicht. Teilweise entstehen Lieder auch im Studio, am Rechner. Aber es ist schon immer so, dass wir das dann jeweils einspielen. Nur es gibt auch verschiedene, manchmal sind die Gitarren schon da, wenn ich was einspiele, manchmal aber eben auch noch nicht. Es gab auch Alben schon, wo wir dann zuerst den Bass gemacht haben. Aber es ist natürlich, ist ja heute auch alles dann wieder veränderbar im Nachhinein, was ja auch Fluch und Segen zugleich ist. Absolut. Spielt ihr live dann zusammen ein, die Alben? Oder ist es dann trotzdem, also seid ihr in einem Raum größtenteils dann trotzdem? Ja, also unser Produzent, unser langjähriger Produzent Moses Schneider, der ist eigentlich bekannt oder berühmt geworden dadurch, dass er sehr radikal die Live-Aufnahme vertritt. Also ich glaube, der hat das auch schon, bevor er mit uns gearbeitet hat, gemacht. Vor allen Dingen durch die Beatsteaks ist er da bekannt geworden. Und die haben schon, bevor wir mit ihm zusammengearbeitet haben, mit ihm gearbeitet. Und er arbeitet so, dass wirklich alle in einem Raum sind und auch die Verstärker in dem Raum sind. Also dass er ganz bewusst auch die Übersprechungen benutzt, die es gibt. Meist ist das ja sonst so, dass die Verstärker in irgendwelchen Kabinen sind und man das eben mit Kopfhörern einspielt. Bei ihm aber haben wir oft so gearbeitet, dass es nicht so war, und sondern dass wir wirklich wie im Proberaum ohne Kopfhörer das eingespielt haben. Teilweise beim letzten Album ein bisschen anders. Da standen die Verstärker schon in eigenen Räumen. Dafür aber wiederum haben wir da den Gesang gleich live mitgenommen, was natürlich für Dirk, unseren Sänger, sehr anspruchsvoll war, aber was funktioniert hat. Mhm. Ja, das letzte Album ist auch ein bisschen auch sehr speziell. Nie wieder Krieg, da sprichst du an, ne? Genau. Aber der Titelsong zum Beispiel, der ist nicht so auf diese Art entstanden. Mhm. Ja. Ich habe in einem Interview zu deinem Buch Vorglühen, was du geschrieben hast, hast du den schönen Satz, das war im Deutschlandfunk gewesen, hast du gesagt, dass früher auf Tour auf jeden Fall, dass ihr viel gefeiert habt und dass du wenig geschlafen hast und dass du heute gar nicht mehr mit diesem wenig Schlaf und dem vielen Feiern zurechtkommen würdest. Wie ist es denn auf Tour dann ganz konkret für dich als Bassisten? Habt ihr so ein Ritual, wie du dich dann da fit hältst auf Tour, oder ist es dann wirklich inzwischen so, dass du, dass wenn die Sachen vorher geprobt sind und alles eingespielt ist, dass sie dann von A nach B nur noch reißt und dann am Tag Soundcheck habt und dass du nicht mehr viel vorher an Bassübungen machst in solchen Tourperioden? Nein, da mache ich gar nichts. Also außer Soundcheck und Spielen. Bis dahin kann man das ja auch dann. Wobei man auch merkt, so diese wirklich freie Spiel, dass man, also ich finde, man hat ja irgendwann diesen Moment, wo man wirklich spielen kann, ohne dass man denkt, so, was kommt denn jetzt? Wie muss ich jetzt die Finger bewegen? Das ist eigentlich dann immer erst in der zweiten Hälfte so einer Tour, bei mir zumindest der Fall. So, das ist auch so ein bisschen, ja, wirklich so ein Automatismus sich einstellt. Und deshalb war das ja für mich jetzt auch gar nicht so leicht. Das war zwar sehr familienfreundlich zu touren, weil wir haben jetzt in kleineren Blöcken getourt, aber eigentlich liebe ich das schon sehr, in diese Routine zu kommen. Der Tag ist, die Städte sind andere, aber der Ablauf des Tages ist irgendwie im Grunde jeden Tag gleich, weil es gleicht sich immer. Der Soundcheck ist um die gleiche Zeit, das Konzert ist um die gleiche Zeit, meist so 16 Uhr Soundcheck, 20 Uhr Konzert, und auch unsere Setlist ist meist die gleiche, und das finde ich schon sehr schön. Und das war jetzt dieses Jahr ein bisschen anders, weil es eben pandemiebedingt alles durch Verschiebungen und so dann meist so Blöcke von 4 oder 5 Tagen waren. Mhm. Ja. In der Vorbereitung habe ich auch gesehen, dass du deine Musikbegeisterung ganz ursprünglich mal durch so ein Sportdesinteresse entwickelt hast. Ja, das kann man so sagen. Und dann hast du weiter so schön gesagt, ich glaube, es war in einem Interview mit den Nerven, jetzt eines der letzten Interviews im Reflektor-Podcast,
dass es von euch, Tokotronic, den Song gibt, dass es gar nicht so einfach Musik zu machen und dass du es auch am Anfang auch so genauso empfunden hast, dass es gar nicht so leicht ist, Musik zu machen. Und ich habe dann auch gelesen, dass du zwischenzeitlich mal Jura kurz studiert hast. Zumindest ja, ja, gar nicht so kurz. Gar nicht so kurz, aber ja, nicht aber fertig dann, ne? Ja, also ich für meine Bedürfnisse war das Studium dann beendet. Ich weiß, was ich wissen muss, aber ich habe keinen Abschluss, sagen wir mal so. Und also wie kam es dann am Ende nach diesem kleinen Umweg mit Jura dann doch zum Musikerdasein? Also wenn du am Anfang vor allem das Gefühl hattest, dass es gar nicht so leicht ist, Musiker zu sein? Also ja, ich fange mal so an. Ich habe ja als erste Musik, die ich gehört habe, war Hardrock-Musik, AC/DC, Kiss, Iron Maiden, solche Bands. Und das waren für mich als kleines Kind, sage ich mal, oder gerade früh pubertierenden Jugendlichen, diese Leute waren Götter für mich. Das galt ja auch immer so. Da wurde ja gesagt, hier der Schlagzeuger von AC/DC, obwohl der so einfach spielt, das ist ja der Beste der Welt. Angus Young, diese Soli sind ja auch so, ne? Das ist der beste Gitarrist der Welt. Mhm. Ist jetzt natürlich, was man, wenn man also, so sportliche, jetzt mal wieder beim Sport, so sportliche Kategorien, die vielleicht gar nicht nötig sind in der Musik. Und deshalb, ich habe auch spät angefangen, wirklich Gitarre und Bass, also Gitarre, ich habe mir irgendwann zusammen mit Arne, dem Schlagzeuger meiner Band, wir kennen uns schon aus Schülerzeiten, eine Gitarre und einen Bass gekauft. Und irgendwie landete ich dann beim Bass, weil mir war das irgendwie zu kompliziert mit der Gitarre. Ich bin auch einer der Bassisten, die nicht Gitarre spielen können. Und das war dann gar kein Umweg mit dem Jurastudium, sondern ich hatte dann mit Arne so diverse Bands, so, die sich so, ich sag mal so, als Ausgangsgrundlage Punk hatten, weil das war eben dann eine Musik, die anders als der Hardrock leicht zu machen war. Und das war, finde ich, auch immer noch das Tolle an dieser Kultur, dass die so diese Fahne der Selbstermächtigung so hoch hält, dass gesagt wird, jeder kann das eigentlich ohne, man muss nur 3 Akkorde können oder 2 oder 1 und dann kann es losgehen. Und dann lernte ich Dirk, dann den Sänger unserer Band, beim Jurastudium tatsächlich kennen. Und das war am ersten Tag dieses Jurastudiums. Und um ehrlich zu sein, war das Studium dann eigentlich auch schon beendet, weil wir so eine Gruppe wie unsere Gruppe ist, glaube ich, auch, wir lieben Theorien und wir haben sehr viel im Hörsaal uns auch theoretisch überlegt, wie muss diese Band sein, wie, was sagt diese Band, wie ist der Style? Style ist vielleicht ein ganz wichtiges Wort dieser Band. Und die Musik war damals für uns, glaube ich, so ein bisschen so ein notwendiges Übel. Also es fiel uns schon wirklich sehr schwer. Also wir hatten das Glück, Dirk konnte ein bisschen mehr als Arne und ich. Wir waren ja damals ein Trio noch, die ersten Jahre. Und der hatte auch anders als wir mal Gitarrenunterricht gehabt und so. Aber es war schon bei uns allen dreien sehr begrenzt, was wir da wozu wir in der Lage waren. Und deshalb meine ich so, dass es nicht so leicht war für uns erst mit der Musik. Also genau, und wir haben auch den Schwerpunkt nicht darauf gesetzt. Wir haben nicht gesagt, jetzt müssen wir ich überlege gerade, also wir waren viel im Proberaum tatsächlich, aber ich habe jetzt damals nie zu Hause geübt. Damit habe ich erst viel später angefangen. Das hängt auch damit zusammen, ich hatte gar nicht die Möglichkeiten. Damals gab es ja noch keine Musikprogramme auf Computern. Ich glaube, ich hatte gerade so den ersten Computer mal, um da meine Jura-Hausarbeiten zu schreiben oder so. Aber wie ich das heute mache, den Bass, einen Computer anschließen, war gar nicht zu denken. Ich hatte dann irgendwann ein Verstärker, wo man so einen Kopfhörereingang auch hatte. Das war aber später so. Da habe ich dann angefangen, auch ein bisschen zu Hause zu üben. Aber dann war also wirklich so ganz simple technische Fragen waren dann daran scheitere ich. Wie kriege ich jetzt irgendwie ein Playback von der Musik, dass ich dazu üben kann? Das war alles. Deshalb haben wir nur im Proberaum eigentlich geübt. Und dass ich wirklich zu Hause geübt habe, das kam so eher so mit dem Jahrtausendwechsel dann. Und dann war es, ich weiß noch, ich wohnte dann, und dann habe ich auch angefangen, das wirklich zu genießen. Ich wohnte damals in Hamburg am Fischmarkt, da hatte ich echt Glück. Ich hatte so eine sehr
schöne Wohnung in der WG, so mit Blick über die Elbe. Und das war natürlich toll, dann da zu stehen, weil ich habe damals eigentlich immer im Stehen geübt. Das mache ich heute mal so. Und dann da zu schauen, so über das Wasser, das war irgendwie, das war super. Jetzt wohne ich leider im Erdgeschoss und mache die Gardinen zu, damit mir niemand reinglotzt. Aber ja, so ist das halt, ne? Ja, ist die Elbe auf jeden Fall die inspirierendere Aussicht beim Üben. Ja, ja. Da wäre ich ganz wehmütig, wenn ich daran. Dann wohnte ich in unserer ersten Wohnung in Berlin. Da wohnte ich in so einer regen Einkaufsstraße im Bergmann-Kiez. Und das war auch toll, weil ziemlich weit oben und dann konnte ich so runtergucken, was auf das Treiben der Straße ist. Das ist schon sehr schön. Also das vermisse ich tatsächlich so ein bisschen, die Aussicht beim Üben. Weil es ist ja auch schön, wenn man dazu verleitet wird, nicht aufs Griffbrett zu schauen, weil das ist ja auch man muss ja nicht nur irgendwie die Stücke üben, sondern auch üben, so nicht so verkrampft zu sein, nicht so verkrampft auszusehen, auch beim Spielen. Ja, absolut. Mein Proberaum ist an der Nähe vom Hauptbahnhof und man sieht andauernd Züge vorbeifahren. Das ist auch eine sehr beruhigende Abwechslung. Ja. Ja, mega schön. Auf jeden Fall, ja. Wenn dann so die Fernzüge ein- und ausfahren oder die Regionalbahn, ist auf jeden Fall, vor allem in den Pausen, dann sehr spannend immer. Ja. Wir haben, um vielleicht noch zum Üben im Proberaum, wo du gerade Proberaum sagst, wir üben mit unserer Band im Wedding in einem Proberaumareal. Und das ist ein Kellerraum ohne Fenster, aber gut belüftet, Gott sei Dank. Ich finde aber, das finde ich aber auch super. Ich liebe das, wenn ich finde, dass Proberäume können ruhig so aus, sollten nicht zu luxuriös, nicht zu bequem sein. Ich finde das schon, klingt jetzt vielleicht ein bisschen kitschig, aber ich finde das ganz gut, wenn das da ein bisschen rumpelig ist und dass die kein Fenster haben, auch okay. Aber er schimmelt nicht, das ist wiederum auch wichtig. Das ist wichtig, ja, wenn man lang drin sein muss. Du hast gerade vorher was Spannendes gesagt, das hat mir auch aufgeschrieben direkt, dass für euch die Musik dann eher so ein Ventil war, um so ein bisschen auch eure Standpunkte irgendwie mitzuteilen, dass die Musik eigentlich so ein bisschen Mittel zum Zweck dann eigentlich nur für euch war, am Anfang vor allen Dingen, oder? Ja, schon irgendwie. Also es war natürlich die Musik, wir haben natürlich schon immer versucht, die Musik zu machen, die wir selber liebten und schön fanden. Aber es ging bei uns schon viel auch um anderes. Und nicht jetzt nur um die Texte, sondern auch so um das Ganze, wie wird das dargeboten. Und das ist auch bis heute eigentlich so, dass es ja verliert ja leider immer weiter an Bedeutung, sowas wie Artwork, ein Albumcover und sowas. Aber das spielt für uns eine Rolle, auf jeden Fall. Da bist ja auch du bei manchen Covern auch als Designer, beziehungsweise du hast manche Alben auch collagiert, auf jeden Fall, habe ich in der Vorbereitung gesehen und gelesen, ne? Ja, also man kann eigentlich so sagen, wir überlegen uns das schon zusammen, wie das aussehen soll, und dann setzen wir das zusammen, aber mit dem Grafiker um. Und genau, meistens bin ich derjenige, der dann da das mit dem Grafiker macht. Nicht immer, aber meistens und manchmal eben genau bei Wie wir leben wollen, da hatte ich so eine Idee. Ja, ist aber auch nicht, vielleicht auch nicht das beste Cover. Das ganz am Anfang, als wir angefangen haben zu sprechen, schon gesagt, dass die Musik ja auch irgendwie ein Teil ist und dass du ganz froh bist, dass sie quasi sich so einfügt in deinen Alltag so ein bisschen. Und ich habe gerade vor kurzem ein sehr spannendes Interview gesehen zum, ich glaube, 60. Geburtstag von einem Posaunisten namens Christian Mutspiel. Und der hat vor 3 Jahren seine Karriere als Posaunist an den Nagel gehangen und spielt seitdem keinen Ton Posaune mehr. Und der hat den schönen Satz da in dem Interview gesagt, nur wenn man eine Sache sehr gut kann, heißt das noch lange nicht, dass man dieses ganze Leben lang durchziehen muss. Und in der Vorbereitung habe ich mich dann auch gefragt, jetzt vor allen Dingen, und du hast es auch gerade selber schon angesprochen, so ein bisschen, dass du ganz viele Standbeine und Projekte nebendran hast. Also ist für dich auch dann die Möglichkeit, die musikalische Laufbahn mal irgendwann noch mehr auszufaden oder sogar ganz aufzugeben, ein realistisches Szenario für dich? Das ist eine schwierige Frage. Also ich liebe das schon alles sehr. Ich liebe das mit meiner Band auf der Bühne zu stehen, so, und ich
halte das für ein ganz großes Geschenk, dass wir das jetzt fast 30 Jahre schon machen. Und andererseits muss man natürlich auch so ein bisschen aufpassen, dass es wirklich relevant oder ich würde sogar sagen, irgendwie auf eine Art auch lässig bleibt. Und aber ich fände es schon schön, wenn das in welcher Form auch immer mir auch noch länger erhalten bliebe. So, ich aber wirklich Respekt, wenn jemand so sein Instrument zur Seite legt und nochmal was ganz anderes macht. Oder ich weiß ja nicht, was er jetzt macht. Er hat schon vorher viel geschrieben und ist jetzt hauptsächlich Komponist und hat jetzt nochmal eine Big Band in einen Start gebracht und kümmert sich halt viel darum jetzt, aber selber spielen aktiv tut er halt nicht mehr. Gut, aber dann ist er ja in dem Bereich geblieben auf eine Art. Absolut, ne? Genau. Ja. Ich finde es bei Sport dann auch ganz spannend. Wir haben jetzt gerade so ein paar Tennisspieler und Spielerinnen ja auch, mit Andrea Petkovic zum Beispiel, die ja auch ihre Karriere, ihre sportliche zumindest irgendwie aufgegeben haben. Da ist es irgendwie naheliegender, weil irgendwie der Körper halt irgendwann an einen Punkt kommt, wo man halt nicht mehr mithalten kann. Das gibt es ja so bei uns Musikern nicht in dem Ausmaß auf jeden Fall. Und da ist es irgendwie sehr, sehr üblich auf jeden Fall, dass die Karriere irgendwann aktiv vorbei ist und man dann quasi entweder Trainer wird oder irgendwie im Umfeld einen Job findet, aber ich finde den Gedanken trotzdem irgendwie sehr spannend. Da habe ich dann bei dir auch in der Vorbereitung gefragt, ob das quasi jetzt schon so eine Art Vorbereitung auf eine Zeit danach vielleicht sogar ist dann. Eigentlich, also ich weiß nicht, was mein Unbewusstes sagt, aber jetzt bewusst ist es eigentlich nicht so. Und ich merke, dass die Sachen sich sehr schön ergänzen und fühle mich ja nicht unwohl auf der Bühne und Gott sei Dank gibt es auch noch irgendwie, ist es bei uns auch so, es gibt Zuspruch und so, ne? Das ist, finde ich auch nicht, ich weiß nicht, wie ich das finden würde, wenn jetzt immer weniger und weniger Leute werden würden bei uns, dann kann ja auch irgendwie sehr mühselig werden und das ist ja aber Gott sei Dank zumindest im Moment nicht so und ja, es ist auch, ich finde das mit der Musik ist auch was anderes. Der Vergleich zum Sport ist interessant, so, weil beim Sport geht es ja immer ums Gewinnen. So. Deshalb ist auch so ein Punkt, was heißt immer ums Gewinnen? Es gibt ja viele Leute, die, wenn die hier im Park joggen gehen oder so, da geht es nicht ums Gewinnen und das ist trotzdem Sport. Aber ich meine jetzt so bei dem Profisport, da geht es irgendwie immer darum, wer ist der Schnellste, wer ist der Bessere und das finde ich schon sehr schön, dass das in der Musik nicht so ist. Vielleicht ist das auch ein Grund, weshalb man das irgendwie nicht so unbedingt beenden muss. Aber klar, der körperliche Aspekt ist natürlich beim Sport ganz erheblich. Ja, absolut. Außer genau. Es gibt ja auch es gibt auch Sport, die ich super finde. Schach zum Beispiel. Da geht es auch ums Gewinnen. Aber das kann man, glaube ich, auch in hohem Alter noch machen. Absolut. Das ist auf jeden Fall nicht so körperlich anstrengend. Golf, habe ich mir sagen lassen, ist auch nicht so körperlich Golf, anstrengend. Golf oder noch besser Minigolf, finde ich einen sehr, sehr guten Sport. Okay, hätten wir schon mal das sportliche Karriereziel dann für später mal definiert auf jeden Fall. Da kann ich jetzt noch einsteigen bei Minigolf, oder? Ja. Ich weiß noch, es gab früher, als ich als Kind Minigolf gespielt habe in Hamburg im Stadtpark, da gab es immer so, wirklich ältere Herren waren das und die hatten so Köfferchen, wo für jede Bahn, 18 Bahnen gibt es ja, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, die hatten für jede Bahn so einen eigenen extra Ball und man hat ja sonst nur so drei Bälle ausgehändigt bekommen. Und dann hatten sie so einen Schläger, so einen Minigolfschläger, wo oben so ein Saugnopf dran war. Das heißt, die mussten sich auch nicht bücken, um den Ball wieder in ihren Koffer zurückzubefördern. Das gibt es beim Boule-Spielen also, ja auch, ne? Also in Frankreich sieht man ja auch ganz oft dann ältere Herren, die dann so ein Magnet haben, um die Boule-Kugeln aufzuheben. Ah, man nicht, das ist aha. Cool. Boule finde ich auch gut übrigens. Also, ja, das sind alles Sportarten, die man auch gut in Gesellschaft machen kann, ne? Wo es dann auch so mehr um das Miteinander geht und weniger um den eigentlichen Akt des Spielens. Das ist dann quasi auch nur so ein Vorwand, um sich dann zu treffen. Oder ein paar Pernod oder Pastis zu trinken. Ja. Genau. Ja, genau. Ich sollte den Sport nicht immer so verteidigen. Ich finde es ja also das habe ich auch irgendwann schätzen gelernt, dass man was für seinen Körper tut. Nur ich hatte wirklich, gibt bestimmt schlimmere Traumatisierungen, aber mich hat so dieser Schulsport, hat mich schon traumatisiert, weil ich habe das gehasst. Ich habe das gehasst, dieses
dieses maskulinistische jetzt hier Fußball spielen in jeder Pause, ich habe das nicht leiden können. Und ich glaube aber, wenn ich heute, jetzt habe ich Kinder, die spielen sehr gerne Fußball, und wenn ich hier auf dem Spielplatz die Kinder beobachte, wie die da Fußball spielen, dann ist das ganz anders als zu meiner Jugendzeit. Das hat so was sehr Künstlerisches, wie mit dem Ball umgegangen wird. Ich weiß nicht, ob das dieser südamerikanische Stil ist oder so, aber das ist fast was Tänzelndes. Also sehr interessant, wie sich sowas auch von dieser, wie ich das damals wahrgenommen habe, von dieser sehr körperlichen, ruppigen Art in sowas, in sowas doch sehr Filigranes und schön anzuschauendes verwandelt hat. Mhm, absolut. Es ist aber für ganz viele Musikerinnen und Musiker der Sport ja auch so eine Art Ausgleich, so eine Art Ventil, jetzt vor allem auf Tour zum Beispiel, wenn man irgendwie viel unterwegs ist, viel im Bus dann auch unterwegs ist oder jetzt viel auf Bühnen steht, um so ein bisschen irgendwie den Körper nochmal auf eine andere Art und Weise irgendwie zu spüren. Hast du so eine Art Ausgleich, um jetzt irgendwie dich von deinem dann doch ja auch sehr Büro in Anführungszeichen lastigen Tag und dann vom Bass spielen irgendwie auszugleichen, dass du dann was machst da oder gar nicht? Ja, ich gehe gern spazieren und ich fahre gern Fahrrad tatsächlich. Das, aber lieber noch, also wirklich, ich meine, so in der Stadt Fahrrad fahren, ich wohne halt mitten in der Stadt, so in der Mitte von Berlin, und das stresst ja auch, aber so raus ins Grüne, das finde ich schon total wichtig. Ja. Tiere, Vögel, müssen nur Vögel sein oder Ameisen zu beobachten, das ist schon, das ist ein schöner Ausgleich. Da gibt es auch eine schöne Podcast-Folge, mit dir habe ich, glaube ich, gehört in der Vorbereitung, wo du so einen Ameisenhaufen ganz fasziniert beschreibst. Das fand ich, großartig. Das war das hier nicht, mit Christian Möller durch die Gegend. Ja, genau. Da waren wir, das war noch mitten in der Pandemie. Ja. Da waren wir in Buch. Das ist, genau, das ist nicht weit von hier. Das ist so eigentlich der nächste Ort, grüner Ort mit wenig Menschen, wo man hingelangen kann. Ja, auf jeden Fall. Also sehr zu empfehlen auch an der Stelle wieder. Dankeschön. genau. Jetzt habe ich aber gerade durch die Ameisen meinen Faden verloren. kein Stress. Genau, man kann ja schneiden zum Glück. Für so ein bisschen Ausgleich, hast du denn auch innerhalb von deiner Arbeitswoche so ein Wochenende, also gibt es das bei dir? Weil ich meine, am Ende bist du ja auch dann Unternehmer und selbstständig. Und da ist ja dieses typische 5-Tage-Woche ja nicht die Regel, sondern eher die Ausnahme. Nimmst du dir bewusst dann Zeiten, an denen du sagst, okay, das war jetzt ein Sonntag und da ist auch dann nichts? Ich muss mir das immer wieder bewusst machen oder auch mal einen anderen Tag nehmen, wo man dann Wochenende macht. So, das ist gut, seit mein älterer Sohn in der Schule ist das echt schwierig, weil da ist die Woche dann natürlich so strukturiert, dass ich das eigentlich aufs Wochenende fokussieren sollte. Das geht aber nicht immer, weil wir waren jetzt, ich hatte ja gerade erzählt, von dieser etwas zerhackten Tour, die dann auch natürlich immer um die Wochenenden drumherum stattfand. Und ich finde, das ist ein wichtiges Thema, dass man gerade so, ich beobachte das auch so bei jüngeren Musikerinnen, Musikern, dass man aufpassen sollte, nicht immer im Dienst zu sein, so gerade was Social Media auch anbetrifft und so. Und das ist was man, wo man, glaube ich, gar nicht genug darauf achten kann, das zu versuchen, dass man Zeiten hat, wo man irgendwie, und deshalb meinte ich auch sowas ganz bewusst, wie jetzt irgendwie einen Ausflug machen, in den Wald gehen oder so, um nicht immer, weil es ist schwierig, ich bin halt kein Beamter und ich will auch gar nicht so sein, dass ich sage, ich arbeite von 9 bis 5 und so. Das ist schon einfach so. Wenn mir nachts irgendwie eine Idee kommt, dann stehe ich halt auf und schreibe sie auf. So, das, aber trotzdem, man braucht das Bewusstsein dafür, dass man nicht immer für alles zuständig sein muss. Ja, und gerade als junger Musiker oder junge Musikerin ist es ja auch schwer, sich so ein bisschen gegen diese Dauerpräsenz auf nicht nur Social Media auch so ein bisschen zu wehren, weil es machen ja quasi alle, und dann, wenn nicht stattfindet, ist es auch dann schwer, irgendwie auch präsent zu bleiben und in den Köpfen von den Leuten auch zu bleiben, auf jeden Fall. Ne? Vor allem am Anfang von Karriere. Das ist sehr giftig, glaube ich so. Und ich beobachte das wirklich
ich beobachte das, dass manchen Menschen da, dass es ihnen nicht gelingt, die Distanz aufzubauen, die sie aufbauen müssen. Ich meine, das sind ja auch alles, man muss ja auch sehen, man natürlich versucht man seine eigene Karriere da voranzubringen, aber man füttert auch diese riesigen Konzerne und der eine davon ist chinesisch, das finde ich alles schon, bin ich schon fragwürdig so. Ja, absolut, auf jeden Fall. Und vielleicht am Schluss nochmal den Bogen zu was ein bisschen Versöhnlicherem zu spannen. Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst? Darf auch gerne nicht musikalisch sein. Was lerne ich gerade, was ich noch nicht so gut... Das ist eine gute Frage. Also musikalisch im Moment, ehrlich gesagt, nicht so. Da fällt mir was ein. Ich habe angefangen, so ein bisschen mit den Fingern zu spielen am Bass, weil ich gemerkt habe, wir haben so ein paar Stücke, wo das einfach besser passt. Die Idee kam bei einem ruhigen Lied. Ich tauche auf, so eine Ballade, wo es sich besser anfühlt. Und jetzt merke ich, dass ich so das inzwischen bei ein paar Stücken mache und dass es irgendwie nochmal so ein ganz anderes Erlebnis ist, die Saiten direkt zu berühren. Und genau, und das habe ich aber eigentlich jetzt erst seit einem halben Jahr angefangen, aber das ist auf jeden Fall was mich interessiert tatsächlich und ich weiß gar nicht, warum ich das vorher mal so kategorisch ausgeschlossen habe. Das war auch so eine Sache, was man sich sowas zurechtlegt. So, für mich war es immer klar, was muss man mit dem Pleck spielen, weil das irgendwie die Punk-Bassisten so getan haben, aber man macht sich doch viele Türen zu, wenn man sich immer solche Dogmen setzt, finde ich. Und vielleicht ist es manchmal ganz gut, erstmal in jüngeren Jahren, aber das ist ganz schön, sich irgendwann auch wieder ein paar Türen aufzumachen. Also das interessiert mich auch, das ein bisschen besser zu lernen. Ich werde mal versuchen, ein paar YouTube-Videos mir anzuschauen oder so. Ja, es war auch ein ganz anderer Sound auf jeden Fall auch dann, ne, als im Vergleich zum Plektron, ne, wenn man dann die Saiten mit den Fingern anspielt, direkt ist der Bass ja auch weicher, klingt voller. Ja, genau. Und ich habe mir vor einiger Zeit, ich habe sehr lange Transistorverstärker gespielt und habe einfach, weil ich hatte früher mal einen Röhrenverstärker, der war dauernd kaputt und jetzt hatten wir aber bevor wir unseren neuen Proberaum jetzt hatten, waren wir bei einer anderen Band untergekommen und da stand so der klassische Bassverstärker, der Ampeg SVT, diese großen 40 Kilogramm schweren Top-Dinger mit der Box, also eine Ampeg-Box hatte ich vorher auch schon, aber ich habe mir jetzt vor 3 Jahren, glaube ich, einen gekauft und weil es einfach dann doch am besten klingt und es ist nur immer dieser Horror mit diesen Reparaturen, die dann irgendwann anstehen, von diesen Röhren, die gehen halt irgendwann kaputt. Aber genau, und ich glaube auch durch diesen Verstärker ist das, sind mir solche Türen auch aufgegangen dann, weil das irgendwie schon sehr, sehr toll klingt dann, dieser Ampeg-Verstärker in Verbindung mit Fingerspiel. So. Aber genau, da habe ich noch viel zu lernen auf jeden Fall. Das war auch ganz schön mit 51. Absolut. Es gibt einen Franker, ich weiß nicht genau, ob er Franzose auch ist, aber den Bassisten Etienne Mbappé, der spielt mit Handschuhen immer Bass. Das ist auch mega, mega krass auf jeden Fall, aber klingt auch ganz anders, der Bass. Der hat immer so schwarze Handschuhe an beim Spielen. Sowohl links als auch rechts. Ja. Das ist mega geil. Also so ein bisschen Fusion-mäßig. Ich finde ja so Extravaganzen gut. Also ja. Der Gitarrist einer meiner Lieblingsband, der Greg Sage von den Vipers, der spielt als Rechtshänder eine Linkshänder-Gitarre. Das finde ich auch schon sehr interessant. Weiß nicht, wie der darauf kam, aber ja, gute Idee. Ja, absolut. Wir kommen schon zur letzten Frage unserer kleinen Runde hier. Und die ist immer, welchen Tipp würdest du deinem früheren Ich gern mitgeben, um den du damals froh gewesen wärst?
Oh, das ist schwierig, ey. Das ist schwierig. das kann ich schwer beantworten. Das kann ich echt nicht beantworten. Das ist, das würde so, weil kann ich aber auch begründen, weil für mich gibt es das nicht so, dass das frühere Ich, das setzt so eine Schranke voraus, die es für mich irgendwie nicht gibt zwischen, weil das ist, ich bin auch ganz schlecht in Zeitabläufen und wenn jetzt Freunde oder Bekannte mir sagen, oh ja, wie das damals war, dass heute sind wir doch alle so und damals waren wir so. Ich kann das nicht nachvollziehen, weil für mich ist das tatsächlich, ist das auf eine ganz komische Art, die Zeit vor, nehmen wir mal die Zeit, wo ich angefangen habe, Bass zu spielen, vor 30, 33 Jahren oder so, ist auf eine komische Art, einerseits ganz fern, aber dann doch irgendwie ganz nah. So, also das frühere Ich, das existiert für mich irgendwie nicht so. Also ist für dich eher alles so ein, wie so ein Fluss, der ständig einfach weiterfließt. Ja, das klingt und jetzt so hippie-mäßig, quasi so abzweigt, ne? Klingt so hippie-mäßig, aber das ist so. Also ich denke schon viel darüber nach, wie wäre es, wenn man irgendwie irgendwo anders abgebogen wäre oder so. Aber es führt zu nichts, glaube ich. Führt zu nichts. Und ich glaube auch nicht so sehr an den Zufall, sondern eher an das Schicksal und deshalb versuche ich eigentlich eher das so zu akzeptieren, wie mein Leben gelaufen ist. Und es ist ja auch, kann mich da auch gar nicht so beklagen. Deshalb irgendwie, und bevor ich jetzt irgendwie so einen Kalenderspruch sage, irgend so eine Weisheit, sage ich lieber nichts. Das ist vollkommen legitim. Vielleicht aus eigenem Interesse dann noch am Schluss eine ergänzende Frage dazu, ja. Wenn du sagst, du glaubst eher an Schicksal als an Zufall. Würdest du dann trotzdem sagen, dass man dann am Ende beim Schicksal noch das dann selbst in der Hand hat? Also gibt es dann trotzdem noch diesen einen selbstbestimmten Anteil? Ja, das ist die spannende Frage immer bei dieser Diskussion nach Schicksal und Zufall, weil das eine setzt ja so ein bisschen so eine Art Fatalismus voraus, an dem es irgendwie keine Selbstbestimmung mehr gibt und man quasi so ein bisschen der Sache, seinem Leben ausgeliefert ist am Ende, oder? Das ist man bestimmt irgendwie ausgeliefert, aber klar kann man, man kann viel beeinflussen. Ich glaube, es ist einfach für mich, es ist alles so, na, einerseits, ich würde sagen, ja, also in Bezug auf Kunst, klingt jetzt total schlimm, aber ist Disziplin schon eine sehr gute Sache. Absolut, das würde ich unterschreiben. Und und ansonsten, wie gesagt, da fallen mir nur Banalitäten ein, die aber trotzdem richtig sind. Man einfach sich nicht wie ein Arschloch benehmen, sondern versuchen, so ganz okay zu sein, zu anderen Leuten auch. Das ist ja, aber das ist ja banal andererseits. Ja. Aber trotzdem, das kaufe ich als Schlusswort. Vielen Dank dir, Jan. Ich danke dir, es war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Schön mal über das Üben sprechen zu können. Voll. Absolut, hat mega viel Spaß gemacht. Ich finde es auch cool, dass wir so ein bisschen dann trotzdem noch so ein paar Türen nebenbei irgendwie gestreift haben und die dann kurz aufgemacht haben in der Kürze der Zeit auf jeden Fall. Also es war mega, mega schön. Vielen, vielen Dank. Dank dir auch. Danke.